So. Also, das ist ein ID3-Video, ja. Ein ID3, den habe ich jetzt seit 15 Monaten. Und ich habe gestern einen Kollegen zum Peugeot-Händler gefahren, weil er seinen Peugeot in der Werkstatt hatte. Es war aber nichts am Auto, sondern er wusste halt nicht genau und war eine Software-Sache. Egal. Und dann habe ich mir halt unterwegs gedacht, komm, wir fragen mal den ID, ob er denn auch das Peugeot Autohaus kennt. Und dann ist eigentlich Folgendes passiert. Ich denke mal, das können wir nochmal nachstellen. Und zwar, hallo ID, navigiere zum Peugeot-Händler. Lüchow, bitte nennen Sie die Straße. Abbruch. Abbruch. Hallo ID. Hallo ID. Sonderziele. Bitte nennen Sie die Sonderzielkategorie. Autohändler. Bitte wiederholen Sie. Autohändler. Sie können eine Sonderzielkategorie nennen, sagen Sie zum Beispiel Parkplätze oder Restaurants. Autohaus. Sprachbedienung wird pausiert. Auf jeden Fall, es geht die ganze Zeit so weiter, oder? Wir machen das weiter. Entschuldigung? Hallo ID, navigiere zum nächsten Peugeot-Händler. Meinten Sie Gotteshaus? Und was jetzt hier auffällt, ist, dass ich tatsächlich Händler angezeigt bekomme, aber es ist nur Seat, Skoda und VW. Das ist natürlich... Einen Augenblick bitte. Bitte wiederholen Sie. Peugeot-Händler. Sie können eine Sonderzielkategorie oder eine Zeilennummer nennen oder sagen Sie, Sonderziel erneut eingeben. Sonderziel erneut eingeben. Bitte nennen Sie die Sonderzielkategorie erneut. Händler. Meinten Sie Seat-Händler? Versteht ihr, was ich meine? Sonderziel erneut eingeben. Entschuldigung? Sonderziel erneut eingeben. Bitte nennen Sie die Sonderzielkategorie erneut. Mercedes Autohaus. Entschuldigung? Abbruch. Abbruch. Hallo ID. Navigiere zum nächsten Mercedes Autohaus. Suche Sonderziele in der Nähe. Leider konnten keine Sonderziele gefunden werden. Bitte ändern Sie Ihre Suche. Und so ist das. ID, navigiere zum nächsten VW-Händler. Meinten Sie VW-Händler? Und hier kommt's. Also, ich sag mal, das Telefon ist ein Rassist. Es will nur, es akzeptiert nur Sachen von der Volkswagen Group. Und das finde ich sehr, sehr, ja, verbesserungsbedürftig.